Wie ihr Texte auf eurem iPhone kopieren und einfügen könnt, das klassische Copy and Paste, zeigen wir euch in diesem Video. Willkommen in der Technik-Video-Welt, ich bin Alpa und in diesem Video geht es um das Thema Copy and Paste, kopieren und einfügen. Wie funktioniert das Ganze? Ich möchte zum Beispiel in Safari eine neue Seite öffnen, zum Beispiel die von der Technik-Video-Welt. Ach Mist, ich habe vergessen, welche URL das ist. Aber ich habe mir mal eine Notiz gemacht. Also gehe ich in meine Notizen und siehe da, technikvideowelt.de. Wie kann ich nun diesen Text direkt in Safari einfügen? Ich tippe einfach zweimal auf das Wort und dann wird dieses Wort direkt markiert. Ihr seht hier jetzt so zwei kleine Puppel da dran. Ich kann das Wort bzw. das .de auch noch mit markieren und kann dann auf Ausschneiden gehen oder zum Beispiel auf Kopieren oder auch auf Einsetzen. In diesem Fall gehe ich auf Kopieren. Das Ganze ist jetzt im Zwischenspeicher. Gehe auf Safari, hier oben drauf, tippe wieder zweimal und sage Einsetzen. Und nun kann ich die Website von Technik Video Welt öffnen. Wenn ich nun das Ganze umgekehrt mal machen möchte, zum Beispiel möchte ich das Wort Datenschutzeinstellung nehmen, länger drauf tippen und kann auch hier auf Kopieren gehen und dann wieder in meine Notizen rein, Return, länger gedrückt lassen und einsetzen. Und schon habe ich das Wort drin. Das funktioniert fast in jeder App. Normalerweise müsste jede App dafür eingerichtet sein, dass ihr Texte ohne Probleme kopieren und einfügen könnt. Wenn es in einer App mal ausnahmsweise nicht klappen sollte, dann liegt es an der App. Im Safari-Browser oder bei Notizen oder bei den Standard-Apps von Apple funktioniert es auf jeden Fall ohne größere Probleme. Das war's dann auch schon für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert kostenlos den Kanal. Wenn ihr jemanden kennt, für den das Video interessant sein könnte, teilt das Video. Schreibt uns eure Fragen und Anregungen hier in die Kommentare bei YouTube. Wir lesen und beantworten alles. Bis zum nächsten Mal, einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen hier in der Technik-Video-Welt.